Das Jahr 1945 markiert für die deutsch-polnischen Beziehungen einen tiefen Einschnitt. Ein von Deutschen geführter Vernichtungskrieg ohnegleichen ist zu Ende. Polen hat 6 Millionen Menschen im Zweiten Weltkrieg verloren. Davon fast seine gesamte jüdische Bevölkerung. Polen muss nach dem Zweiten Weltkrieg seine Ostgebiete an die UdSSR abgeben. Er hält dafür die damaligen deutschen Ostgebiete mit Schlesien, dem südlichen Ostpreußen und Pommern. Mehr als 8 Millionen Deutsche fliehen am Ende des Krieges oder müssen unter Zwang ihre Heimat verlassen, die nun zu Polen gehört. Auf der anderen Seite müssen Polen den Osten ihres Landes verlassen, der nun zur Sowjetunion gehört. Der Sieg bzw. die Befreiung bedeutete jetzt für Polen keinen Sieg. Das war, wenn Sie wollen, ein bitterer Sieg. Noch im Krieg, auf der Konferenz in Jalta, auf der Halbinsel Krim, haben die Sieger, Sowjetunion, USA und Großbritannien, eine neue Nachkriegsordnung beschlossen. In Jalta sind in der Tat Weichen gestellt worden für jetzt die Aufteilung Europas in Ost und West, obwohl man damals das nicht so formuliert hat. Entscheidend aber war, dass Polen mit Einverständnis der Westalliierten in die Einflusssphäre der Sowjetunion geraten ist. So setzt Stalin in Polen sein totalitäres System durch. Das Land wird kommunistisch. Der Wiederaufbau nach dem Krieg wird von den Kommunisten als Beweis für die Überlegenheit des eigenen Systems propagandistisch in Szene gesetzt. Der Osten Deutschlands kommt wie Polen in den Einflussbereich Moskaus. Der Westen wird von den Westalliierten besetzt. Die neue Grenze zwischen dem demokratischen Westen und der Sowjetunion verläuft mitten durch Deutschland und Berlin und teilt das Land in die 1949 entstandene BRD und die DDR. Die DDR erkennt unter dem Druck der Sowjetunion schon 1950 die Oder-Neiße-Grenze zu Polen an und nennt sie propagandistisch Friedensgrenze. Von der BRD wird diese Grenze nicht anerkannt und akzeptiert. Eine besondere Rolle in den deutsch-polnischen Nachkriegsbeziehungen kommt den Kirchen zu. 1965 fordert die evangelische Kirche in Deutschland, das Recht Polens anzuerkennen, in gesicherten Grenzen zu leben. Zur selben Zeit kommt es zu einer Initiative der katholischen Bischöfe Polens. Sie schreiben an die deutschen Bischöfe einen Brief mit dem berühmt gewordenen Satz: Wir vergeben und bitten um Vergebung. Die treibende Kraft ist der damalige Erzbischof von Breslau, Bolesław Kominek. Dieser eine christliche Satz aus dem Mund von polnischen Bischöfen hat eine unglaubliche Sprengkraft. Der kommunistische Staat fällt über die katholischen Bischöfe her und greift diese massiv an. In den Zeitungen werden die Bischöfe und die Kirche als Vaterlandsverräter gebrandmarkt. Das war wirklich ein Wagnis. Das war eine Entscheidung, eine sehr mutige Entscheidung. Man kannte selbstverständlich die Folgen nicht. Aber man hat sich dann doch gewagt. Man hat Mut gefasst, um wirklich neue Wege zu gehen. Und dieser Versöhnungsgedanke, der damals bei den polnischen Bischöfen auch sehr umstritten war, trotzdem haben die Bischöfe diesen Brief getragen und nach außen getragen auch. Die haben auch zugestimmt. Hat sich für die deutsch-polnischen Beziehungen als wirklich ein Meilenstein in der Annäherung, deutsch-polnischen Annäherung erwiesen. Ein deutscher Kanzler sorgt für den nächsten großen Schritt in den deutsch-polnischen Beziehungen. 1970 kommt Willy Brandt nach Warschau und besucht das Denkmal für die Helden des jüdischen Ghettoaufstandes. Das war die Hinwendung unseres Volkes zu den Völkern, die in den dunklen 12 Jahren grausam unterdrückt gewesen waren und denen Deutschland mit diesem Kniefall gerade durch diesen Mann, der selbst ja gar nicht belastet war durch die Zeit des Dritten Reiches, ausgeführt, besonders glaubwürdig zu zeigen, ja, wir Deutschen haben erkannt, was war. Wir kennen unsere Verantwortung und wir bringen sie hier
bei unseren östlichen Nachbarn, bei den Polen, durch diese Tat, durch diesen Kniefall zum Ausdruck, nicht nur hier, aber hier auch, hat Willy Brandt eine historische Rolle übernommen für uns Deutsche, und das wird ihn auch in der deutschen Geschichte für immer einen besonderen Platz einräumen. Willy Brandt unterzeichnet damals auch den Warschauer Vertrag, in dem die Bundesrepublik faktisch die Westgrenze Polens anerkennt und eine Normalisierung der Beziehungen zu Polen vereinbart. Ende der 1970er Jahre verschärft sich die Krise des real existierenden Sozialismus in Polen. Die wirtschaftliche Lage wird immer desolater. Die Arbeiter der Danziger Leninwerft bilden die Keimzelle für einen Aufstand der Unzufriedenen. Sie begehren gegen den Staat und fordern bessere Lebensbedingungen und Freiheit. An ihrer Spitze Lech Wałęsa. Für mich war dieser Mann, der in dieser Form auch das Volk zu begeistern musste, hinter sich zu schauen, musste doch sehr bald eine Symbolfigur. Und eben nicht nur für Polen, sondern darüber hinaus. Und die skeptische und kritische Haltung der DDR-Führung gegenüber der Entwicklung in Polen bestätigt ja das, was ich sage, weil man dort natürlich fürchtete, dass solche Entwicklungen auch in der DDR sich durchsetzen können, wie es ja dann eben doch geschehen ist. Ne? Die kommunistische Führung weiß keinen anderen Rat gegen das Volk. Sie ruft im Dezember 1981 das Kriegsrecht aus. Polen erlebt eine der düstersten Phasen seiner Geschichte. Ein Militärregime herrscht. Die Wirtschaft bricht ein. Not und Armut herrschen im Lande Anfang der 80er Jahre. Unerwartete Solidarität kommt vor allem aus dem Westen Deutschlands. Millionen von Lebensmittelpaketen werden nach Polen geschickt. Vor allem private Initiativen sowie die beiden christlichen Kirchen sind die Vorreiter der Polenhilfe. Das, was im August 1980 auf der Danziger Werft begonnen hat, vollendet sich im Umbruchsjahr 1989. Polen bekommt als erstes Land des sowjetischen Blocks eine mehrheitlich nicht-kommunistische Regierung, noch vor dem Mauerfall in Berlin. Kurz nach dem Mauerfall kommt es zu der Versöhnungsmesse im schlesischen Kreisau. Die damaligen Regierungschefs Tadeusz Mazowiecki und Helmut Kohl setzen ein Zeichen. Im November 1990 erkennt das wiedervereinigte Deutschland im Grenzvertrag endgültig die Oder-Neiße-Grenze an. Im Juni 1991 wird der Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit unterzeichnet. Mit der Unterzeichnung des Grenzvertrages auch der Weg frei war, nicht nur für die Normalisierung der Beziehungen, sondern auch für eine weitgehende Entwicklung. Nun war es so, dass Deutschland in richtiger Erkenntnis historischer Gegebenheiten, in richtiger Erkenntnis unserer Position als Land mit den meisten Nachbarn in der Mitte Europas, wie ein französischer Diplomat gesagt hat, nicht die Aufgabe darin sehen soll, Europa zu beherrschen, sondern vielmehr den Völkern Europas bewusst zu machen, dass sie nur gemeinsam ihr Schicksal gestalten können. Und deshalb maß ich den deutsch-polnischen Beziehungen eine Bedeutung zu, die der deutsch-französischen Beziehung entsprach. Im heutigen Europa sind die Beziehungen zwischen Deutschland und Polen enorm wichtig für das Zusammenwachsen der Europäischen Union. Begegnungen, besonders von jungen Menschen, gehören heute zur Normalität zwischen Nachbarn. Thank you.